Dr. Peters, Sie sind eine Frau. Ich darf das mal so feststellen. Ist das in Ordnung? Ungern, Herr Löhr, denn es liegt mich ja doch sehr fest. Okay, sind Frauen die besseren Männer vielleicht? Sind Frauen die neuen Männer? Das weiß ich doch nicht. Können Sie mir dann wenigstens sagen, ob die Kampfkraft von Frauen im Zweifelsfall geringer einzuschätzen ist als die von Männern? Ich kann Ihnen versichern, dass ich durchaus in der Lage wäre, ohne weiteres Ihnen große körperliche Schmerzen zuzufügen, Herr Lühr. Okay. Ihnen ist aber schon klar, dass es jetzt eine gar nicht so kleine Anzahl an Männern gibt, denen die Vorstellung von Ihnen Schmerzen bereitenden Frauen also durchaus Vergnügen bereitet, ja? Es geht mir nicht darum, irgendwelchen bedauernswerten Männern eine Freude zu bereiten, sondern darum, etwas unmissverständlich zu befürworten, nämlich dass potenzielle Opfer künftig von Männern und Frauen körperliche Schmerzen zugefügt bekommen können. Und das sollte die Gesellschaft gutheißen. Ich denke, das heißen wir alle gut. Da wird hier sicher kein Widerspruch kommen aus den Reihen.